Let's Play Pink Panther. Mein Name ist Tahu Hyuga und jetzt geht es mehr oder weniger weiter. Ich muss natürlich erstmal gucken, was ich jetzt machen muss. Ich mache Liebe und keinen Krieg. Oha. Nimm dich bloß in Acht. Mit diesem Teufelsding kannst du einem das Auge ausstechen. Hätte ich vielleicht auch sogar vor. Nein, ich muss ja irgendwie die Aufmerksamkeit von Zeus bekommen. Ich würde den alten Zeus gern sprechen. Wo finde ich ihn? Was siehst du mich dabei so an? Ich versuche seit Jahren, die Aufmerksamkeit meines Vaters zu bekommen. Auf ihn geht es nicht. Auf ihn? Da fällt mir ein, dass die Kfz-Steuer für meine Streitwagen fällig wird. Ich bin nicht besonders fotogen. Fotogen? Und sie sagt... Gib es Poseidon. Gib es Poseidon. Da sagen die alle nichts drauf. Nichts Interessantes. Mensch. Leute, wie sollen wir hier denn weiterkommen? Das muss doch irgendwie... Ja. Vielleicht müssen wir ja da irgendwas machen. Ist ja nicht so, als hätten wir da... Wer weiß, wie viel erreicht, aber in einer Gegend, wo man wirklich nirgendwo anders noch hin kann. Sicher, wir können alle damit ansprechen. Naja, fast alle. Was, wenn ich einen perfekten Cocktail spreche? Du machst mir Angst! Braucht man zur Benutzung dieses Geräts nicht eine Genehmigung? Ja. Was für eine reizende kleine Mistgabe! Warum nicht ein bisschen im Stall arbeiten? Vorsicht, du piekst mir sonst noch ein Loch in den Kopf! Sieht ziemlich gefährlich aus! Gib Acht, dass du damit niemanden den Kopf verletzt! Warum immer der Kopf? Als könnte man nichts anderes verletzen am Körper. Du siehst ziemlich lächerlich aus. Wer schleppt schon einen Dreizack mit sich rum? Nichts für ungut. Der hat nicht gereimt. Versteckst du etwa einen kleinen Dreizack vor mir? Pass bloß auf, wo du mit dem Ding herumstocherst, Pausenpanther! Ah, wahrscheinlich müssen wir ein Foto von ihr machen. Nee, müssen wir auch nicht. Denn eben nicht. Ach Mensch. Leute. Da ist mal wieder nix. Aber was soll man machen? Wir müssen ja alles durchgehen, jeden Scheiß hier. Naja, es ist halt so. Irgendwie hätte ich das alles erwartet. Aber wir sind ja hier glücklicherweise so kurz vorm Ende des Let's Plays. Ich weiß, das hört sich so ein bisschen an, als ob ich einen Hass auf dieses Spiel hätte. Habe ich auch nicht so wirklich, aber... es zieht sich immer so unglaublich in die Länge. Nur durch solche Szenen. Ach, mal sehen, was hat denn Nathan sozusagen? Vielleicht kann er mit dem Dreizack irgendwas anfangen. Das würde mich wundern, aber... Oh! Also sind wir hier nicht ganz auf dem Holzweg. Los, ich will dich abstechen für das, was du gemacht hast. Na denn. Dann gehen wir mal zurück nach zum Olymp.
Ja. Sind wir wieder zurück. Also hat uns dieser kleine Abstecher da zu den anderen Leuten mal wieder nichts gebracht, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Pegasus, ich liebe dieses Pferd. Gut. Ich würde den alten Zeus gern sprechen. Wo finde ich ihn? Auf mich ist er wütend. Aha. Ich würde den alten Zeus gern sprechen. Wo finde ich ihn? Von mir darfst du keine Hilfe erhoffen. Ich gehe Zeus so weit wie möglich aus dem Weg. Warum auch immer. Dieser geflügelte Gaul ist Pegasus. Als ob ich es nicht gewusst hätte. Ich würde den alten Zeus gern sprechen. Wo finde ich ihn? Da siehst du mich dabei so an? Ich versuche seit Jahren, die Aufmerksamkeit meines Vaters zu bekommen. Hier muss es doch irgendwie weitergehen. Leute. Mit nichts, das man anklicken kann. Außer diesen Leuten, die einem nicht weiterhelfen wollen. Vielleicht gegen etwas Gemüse? Salat mit Feta und Oliven? Das Rezept kenne ich noch gar nicht. Sie? Nein, danke. Nein, danke. Keiner will Gemüse essen. Sonst haben wir doch gar nichts Neues bekommen. Oh, das ist doch wohl... Mann, man geht hier überall hin und überall wird man nur zugelabert, dass man nicht weiterkommen soll. Das haben sich die Erfinder gut gemacht. Gut gedacht, ja. Ich meine, irgendwie muss es ja weitergehen. Und wenn ich meine Lebtage hier verwende, ich sage meinem kleinen Nathan immer wieder, wie gesund es ist, Salat zu essen. Es ist schön zu wissen, aber es interessiert mich ein Dreck. Ein feuchten Dreck. Ich mache ja am besten einfach mal... Nein, sowas kann man natürlich nicht fotografieren. Ich meine, es ist ja... Es schwebt da nur so rum. Und es ist... Das bewegt sich ja viel zu viel, als dass man da ein Foto von machen könnte. Gott verdammt. Ich meine, hallo. Nicht fotografieren. Ich habe noch kein Make-up aufgelegt. Ja, oh, laber nicht. Geachte darauf, dass du meine Schokoladenseite fotografierst. Keine Pressefotos. Ich will nicht in meiner Zeitung abgebildet werden. Ist das einer dieser Apparate, die die Bilder in 10 Sekunden selber entwickeln? Sowas hat Violet mal als Geschenk bekommen. Interessiert mich ein Dreck? Keine Fotos, bitte. Ach, Mensch. Jetzt schon wieder diese übliche Lag, der dauernd kommt. Macht es dir was aus, eins von mir und eins von Salcina zu schießen? Wem? Manchmal können Fotos Situationen festhalten, in denen man sich nicht alle Tage befindet. Ich sollte dir mal das Foto zeigen, das von dir bei einem Bungee-Sprung gemacht wurde. Hey, Monkey darf nicht fotografiert werden. Sie würde es dir sehr verübeln. Aha. Das hat mich jetzt sehr brennend interessiert. Versteckst du etwa einen kleinen Dreizack von mir? Pass bloß auf, wo du mit dem Ding herumstarrst. Ich spieß euch gleich alle auf. Du siehst ziemlich lächerlich aus. Wer schleppt schon einen Dreizack mit sich rum? Nichts für ungut. Sieht ziemlich gefährlich aus. Gib Acht, dass du damit niemanden in den Kopf verletzt. Du piekst mir sonst noch ein Loch in den Kopf. Ah,
Das nenne ich einen perfekten Cocktailspieß. Du machst mir Angst. Braucht man zur Benutzung dieses Geräts nicht eine Genehmigung? Was für eine reizende kleine Mistgabe. Warum nicht ein bisschen im Stall arbeiten? Die Zähne von der Star-Besammlung kann ich auch nicht klauen. Will irgendwer Gemüse? Nein, danke. Meine zarte Konstitution verträgt keine Blattsalate. Ja, ist klar. Ich wäre nie darauf gekommen, dass man in der High Society griechischen Salat reicht. Griechischer Salat? Was für eine raffinierte, salatige Delikatesse. Für griechischen Salat zahle ich keinen Pfennig. Ich will die Zähne. Nimm sie und hau ab. Diese Sorten haben homöopathische Wirkung. Ich will euch eine Ballade singen und mir keinen Salat anzwingen. Na danke, der Spinat bleibt mir immer in den Zähnen hängen. Das sieht dann aus wie Karies. Da muss Nathan uns irgendwie weiterhelfen. Ich habe jetzt alle Möglichkeiten durchprobiert. Was? Warum komme ich jetzt von oben? Was? Warum komme ich jetzt von da? Fängt das Spiel gerade so ein bisschen an zu backen? Kommt mir so vor. Das sehe ich als Grund, mal abzuspeichern. Du willst auch kein Gemüse, ne? Was? Was willst du noch von mir, Spiel? Was soll ich hier noch durchleben? Ich sehe gerade, ich habe die Maximallänge erreicht. Tschüss.